Guten Abend. Kickers Offenbach war letzte Saison in der dritten Liga sozusagen der Lieblingsgegner des ersten FC Saarbrücken. Gleich zweimal mussten die Hessen gegen Saarbrücken antreten und haben zweimal verloren. Das heißt, Saarbrücken hat gewonnen. Gestern Abend im Ludwigspark gelang dies nicht. Aber das 2:2 war letztendlich ein gefühlter Sieg. Er kam, sah und siegte nicht. Felix Dausend war untröstlich. Leider haben wir das dritte Tor nicht gemacht, die Chancen waren da. Zunächst durch Marius Laux. 2:2, der FC drängt auf das Siegtor und dann zweimal Felix Dausend. Ein guter Fußballer, er wird auch noch treffen, gestern aber war seine Zeit noch nicht gekommen. Ich glaube, das war mit das beste Spiel, was wir in der Saison bis jetzt abgeliefert haben. Es hört sich doof an, wir haben kaum was zugelassen. Offenbach hat in der ersten Halbzeit zweimal draufgeschossen, hat zwei Tore gehabt. Saarbrücken hatte den OFC im Griff in allen Belangen. Dann der erste Offenbacher Angriff, ein Eigentor durch Stegerer, den aber keine Schuld trifft. Und dann ein Gegentreffer, den man lieber schnell vergessen will. Mauer falsch gestellt, 0:2, nicht zu glauben. Ja, ich hab's zum Team gesagt, ich muss echt lange überlegen, wann es, glaube ich, so unverdient war, dass ich mal in Rückstand gelegen bin. Aber ja, kann mir nichts dran ändern, ist jetzt so gewesen. Ja, jetzt müssen wir mitnehmen, dass wir die Moral gehabt haben, ein Spiel umzubiegen. Ja, und das müssen wir jetzt so mitnehmen für Sonntag. Doch dieses zweite Gegentor, die Drei-Mann-Mauer steht viel zu weit rechts. Marina öffnet damit die Schussbahn für Reinhardt. Und der zögert nicht, den FCS-Fehler zu bestrafen. Aber der OFC hatte sich zu früh gefreut. Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, ja, das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja, 2:0, gefährliches Ergebnis. Und ja, die Jungs haben es super gemacht. Der FC kämpft. Le Rondy mit einem bemerkenswerten Kopfballtor. Und dann treibt der Kapitän seine Jungs an, schürt die Hoffnung. Eigentlich war das gestern einer dieser Tage, an dem vielen Teams kein Treffer mehr gelingt. Das kennt man. Doch der FCS ist anders gepolt. 1:2 und dann 2:2. Kevin Meek. Typen wie er wurden gesucht und von Saarbrücken gefunden. Ein Punkt, eigentlich zu wenig. Doch dieses Unentschieden ist ein Sieg. Denn es war der Beleg. Diese Mannschaft lebt. Die zweite Halbzeit, finde ich, war ja, toll, wie die Mannschaft da den Charakter gezeigt hat und aufgeholt. Und leider haben wir das dritte Tor nicht gemacht, die Chancen waren da. Ja, schauen wir uns die Ergebnisse an. VfL Osnabrück gegen Unterhaching 3:0 Sieger. Heidenheim gewinnt gegen Chemnitz 3:2. Saarbrücken, wie gesehen, 2:2 gegen Kickers Offenbach. Borussia Dortmund unterliegt dem Karlsruher SC. Das ist der nächste Gegner des ersten FC Saarbrücken am Sonntag mit 0:3. Und Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Erfurt 1:1. Die übrigen Spiele finden zurzeit statt, zur Stunde. Und deswegen schauen wir noch kurz auf die Tabelle und sehen, dass der VfL Osnabrück vorne liegt mit 16 Punkten im Moment auf Platz 1. Dann Arminia Bielefeld auf Platz 2 mit 14 Punkten und der erste FC Heidenheim. Saarbrücken ist Achter mit 10 Punkten, also 6 Punkte Abstand zur Spitze. Das kann und sollte was werden, um da oben vielleicht ein Wörtchen mitreden zu können. Und ganz am Schluss stehen dann im Moment Dortmund, Babelsberg und Rot-Weiß Erfurt auf den Abstiegsplätzen.